4. Black Pine Road 7, doch. Aber. Nein. Andere Straßenseite? Wir sind jetzt hier. Also wir haben uns hier links. Lass mich noch mal kurz durchgehen. Ich suche noch mal ein Straßenschild. So, ja, stimmt, das ist die Pebble. Zehn, acht, zwei, zwölf, drei. Ist auf der rechten Seite da, wo die Schranke ist. Muss man von der. Ah, da meinst du. Hey, das ist ja ganz. Das ist total bescheuert. Das ist aber eine richtig blöde. Also, das ist eine richtig blöde Straßenführung. Fünf, okay, du hast recht, aber. Sieben. Ah, hier waren wir schon mal. Hier waren wir schon mal. Wie findest du das Spiel so? Ich find's voll cool. Also vorher. Was ist los? Jetzt gebrannt. Hier hat's gebrannt. Ich dachte gerade, das wäre Schimmel. Lieber Daniel, wie geht es dir so, mein Sohn? Es ist... Ich glaube nicht mehr. Oh, das Haus sieht gut aus. Ich habe ein mieses Gefühl. Ja, ich auch. Ein Strick! wie geht es dir so, mein Sohn? Es ist, ziemlich lange her, seitdem ich dir das letzte Mal geschrieben habe. Es geht mir langsam besser. Dr. Johnson hat gesagt, dass ich mich schnell gut erhole. Ich arbeite nun Vollzeit in der Menschen, also in dem Haus vom Bürgermeister. Die Halluzinationen sind fast verschwunden. Es sind nur noch so ein paar Check-ups, die ich machen muss, und danach bin ich durch mit der Rehab. Oh Gott, wie heißt denn Rehab auf Deutsch? Mit der Reha. Wie geht es Mutter? Arbeitet sie immer noch im Restaurant? Ich hoffe, sie verbringt sehr viel Zeit mit dir. Ich beschuldige sie nicht dafür, dass sie gegangen ist. Und ich wünsche, ich könnte da sein für dich. Es tut mir so leid, dass die Dinge so gelaufen sind. Bitte vergib mir. I have been saving my money and plan to. Ich habe Geld gespart und ich versuche. Punkt. Oder ich plane. Punkt, Punkt, Punkt. Und den Anblick kenne ich von Hausflipper. Erstmal renovieren. Ist das Gott? Nee, das ist nicht Gott. Wie geht es dir, mein Sohn? Also, wenn Scott jetzt noch einen Sohn gehabt hätte, dann hätte ich jetzt richtig krass gefragt. Wer hat denn Halluzinationen gehabt in der Menschen? Und wer ist Daniel? Ich wünschte tatsächlich, ich hätte jetzt irgendwie ein Verzeichnis mit den ganzen Namen einfach nur. So eine Übersicht hier vom Spiel. Dear Daniel. Oh Gott, hör mir auf, ey. Sätze, die nicht zu Ende geführt werden, regen mich so auf. Ja, oder Leute, die zuerst Milch reinmachen und danach Kellogg's. Vladi, falls du es jemals siehst. So. Kannst du aber sehr gut. Englisch? Ja, nee. Ich habe nur gerade einen Lauf. Das bleibt aber nicht lange so. Aber dankeschön. Andrew, vielleicht Bernhard. Andrew und Bernhard. Schau mal in die Krankenakten. Jo, gute Idee.
Letter to Daniel. Lass mich bei den Fotos gucken. Das haben wir ja bei diesen angekreuzten Sachen, ne? Warte. Der hat was mit dem Herzen. Krebs. Head Injury. Diabetes. Rebecca Hunter. Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Also das ist ja jetzt einfach, sie hat, so wie ich es jetzt sehe, Epilepsie. Ich habe jetzt wegen den Blackouts geguckt, aber nee. Er reagiert einfach auf, er hat einfach eine Allergie. Herz, Diabetes, nee. Er ist Milch, dann Kelloggs, in was für einer Welt leben wir? Ja! Verdammt nochmal, man macht zuerst die Kelloggs rein und dann die Milch. Authorized Representative. Oh! Authorized Representative David Hunter stand. Also doch Rebecca. Warte. Wo hast du das? Ach, sieben. Sag, was ist denn mit euch los? Ich bin halt einfach nur so, ich sehe, okay, ich brauche die Informationen hier und ich gucke mir das ganze Ding an. Aber ja! Rebecca Hunter. Und die wohnt 22 Black Pine Road. Und beim Daniel hat es... Also das ist ja dann hier, denke ich mal, gerade vom Daniel. Wieso hat sie gewandt? Was ist passiert? Daniel Hunter. Aber warte mal, hat Rebecca ganz... Ne, Sophia ist die, die Dorothy gehasst hat. Boah, ist das so viele Namen. Ich glaube doch trotzdem nochmal Rebecca. Und ja, ich weiß, es steht da, aber ich muss mir einfach aufschreiben. Rebecca wohnt 22 Black Pine. Wir haben ja immer noch einen Schlüssel. Das heißt, ich würde da wahrscheinlich gleich mal vorbeigucken. Der Brief wurde doch von einem Mann geschrieben. Siehst du das? Wie geht es dir, mein Sohn? Nee. Also ich sehe da jetzt nicht irgendwie, dass das ein Mann geschrieben hat. Von Daniels Vater? Okay, er sagt, how's mom doing? Aber für mich, ich dachte eigentlich, damit ist es die Mutter von Rebecca dann, die den Brief schreibt, gemeint. Schreibt man das so? Wie geht's Mama? Ja, doch, warte mal. Ja. Doch, das wird man so schreiben. I don't blame her for leaving. Ja, aber ich dachte die ganze Zeit, da geht's um die Mutter von demjenigen, der den Brief geschrieben hat. Oh Mann, oh. Oh, okay. Aber trotzdem, Rebecca ist halt schon mal ein wirklich guter Anhaltspunkt. Da können wir nämlich gleich in diese 22 Black Pine Road gehen. Wie blickt, ganz im Ernst, ist das einfacher jetzt gerade als Beifahrer, also als Backseat-Gamer ist das gerade das böse Wort, als Zuschauer hier den ganzen zu folgen, weil ich habe richtig Probleme mit den ganzen Namen. Das ist einfach, ich bin teilweise immer noch bei dem Bürgermeister im Haus und bei den ganzen Mitarbeitern und da kamen so viele Namen jetzt dazu. Dann kam ja Father Matthews und dann dieser Pastor, der davor war und da war ja Scott der Sohn und uff. Oh, nee, ich verstehe auch einiges nicht. Ich blick eh nicht mehr durch, aber krass, ja, als Beifahrer einfacher. Boah, ey. Wer hatte sich denn gewünscht, Papa zu sehen? War das nicht Daniel? Das war, das stand bei der Wanda. Das hat doch der Derek gefragt, oder? Warte mal, den Brief haben wir ja abfotografiert. Ich weiß, was du meinst. Ich kann hier nicht scrollen. Ach, hier. Gott sei Dank. Entschuldigung. Was war das? Habe ich das nicht abfotografiert? Das war in einem Tagebuch. Das war in einem Tagebuch. Von, ich glaube, von Wanda war das, oder? Ja, das war von der Wanda. Der Derek hat sich gewünscht, den Papa zu sehen. Warum hat es hier gebrannt? Das war ich, ne? Ja, okay. Oh, da ist noch ein... Warte mal, was ist das? Ein Brief? Den Brief hatten wir hier, ne? Okay. Ach, guck mal, da ist noch was. Das kann ich aber nicht nehmen. Okay. Ja, wunderschön hier. Wunderschön.
Sowas wäre auch wieder schön gewesen für Erik's Stream tatsächlich. Nicht, dass das jetzt hier nicht toll ist, ne? Aber ich weiß halt, dass der auch so voll gerne rätselt, ey. Das hat so ein Underdog das Spiel. Oh Gott. What? Wie? Wo kommt das denn jetzt her? She is? Was ist sie? Oh Gott, hier steht She is? Was? Angst, jetzt habe ich Angst. Okay, und da ist noch eine Tür. Was? Hau rein. Warum? Oh nein, liegt da eine Leiche noch drin? Okay. Oh. Okay. Okay, hier hat sich jemand wohl das Leben genommen und dann alles verbrannt, oder wie? Kann ich das jetzt verstehen? Oh! Oh Gott! Andrew Reed? Wie Andrew Reed? Dr. Johnson Henry. Andrew Reed, was? Wie, wo war... Oh, ich kann das ranzoomen. Wie geil ist das denn? This drug may cause blackout. Ja, schließ die Tür. Zu spät! Zu spät, Leute! Antidepressiva Andrew Reed. Aber... Wir... Kann mir jemand sagen, warum da Andrew Reed steht? Wir haben jetzt den Namen Daniel, wir haben Rebecca als Mutter. Mach bitte die Tür zu, die Tür! Oh, Entschuldigung. Besser? Warum wollte ich denn nicht die Tür? Warum sollte ich denn die Tür? Die Tür zu machen, um den ganzen Satz zu sehen. Welchen ganzen Satz? Meint ihr? Hä? Nein, die... Ach so, die Tür von Daniel. Ach so. Wie konntet ihr das denn? Jetzt ist ja, also, ich bin, also, ja. Ihr seid ja so schlau! Seid ihr wirklich, aber trotzdem. Okay, macht's nicht besser, ja. Andrew ist vielleicht der Vater von Daniel, ne? Das habe ich. Hat Rebecca Andrew verlassen und Daniel mitgenommen? Weil er ja geschrieben hat: I don't blame her for leaving. Und er hat den Brief also nicht abgeschickt, ne? Oder gerade gehen wir die Treppe hoch. Oh Gott, was. Mein Papa kam ins Zimmer und hat mich gefragt, warum ich die ganze Zeit Selfies mache, wegen dem Kamerageräusch. Ups. Andrew ist der Vater von Daniel und tot, weil er als Priester keine Kinder haben darf. Ja, oh Gott, das schön. Also erstmal... Okay, kann jemand von euch die Kamera nehmen und hier nach draußen gehen? Die Kamera, kann jemand von euch mal kurz übernehmen und nach draußen gehen, weil ich will jetzt hier nicht raus. Jetzt finde ich das nicht mehr so cool. Das Spiel ist doof. Null Uhr. Ja, toll, wir haben Punkt 0 Uhr. Ach, guck mal, das passt ja super. Oh. Entschuldigung. What the fuck? Ich habe das Haus nie so genau angeguckt. Das ist auch nur das Haus hier, ne? Und diese... Guck mal, der Schornstein guckt voll böse. Oh. War es vorher schon... War es vorher schon so verbrannt? Ich weiß nicht. Also ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet, aber das ist schon total auffällig hier gerade, oder? Das war unangenehm.
Das war bis jetzt die unangenehmste Sache im ganzen Spiel. Mann. Pan, deine Panik macht mir Angst. Ja, aber ich kann die... Warte, die ist einfach da. She's cooking for us. Lustig durchspielen. Das ist kein Schornstein. Hier, da. Oh, stell dir mal vor. Das ist einfach ein Mann, der da so runterguckt. Ich, oh, der Schornstein sieht böse aus. Oh, ja. Oh, Mrs. Peterson. Wo wohnt Mrs. Peterson? She's coming for us. Ey, dieses Spiel, ne, hat so viele Insider. Ich sehe hier gerade schon. Es ist ein Strick. Es ist ein Baum. Und es ist einfach, es sind so viele Insider jetzt schon hier. Ich mag die Mülltonnen, ja. Jetzt gucken wir mal von außen an, ey. Also hier wurden auf jeden Fall Dinge verbrannt. Eine Kerze ist umgekippt. Und, oh, warte. She is coming for us. Ja, schön. Wie heißt das Spiel nochmal? The Paints Creek Killings. Oh. Also wir haben bei Wanda noch die Schublade, die wir aufmachen müssen. Ich bin ein 42 Jahre junger alter Mann. 42 Jahre alter junger Mann. Ich habe Angst. Ist das normal? Ja, ich bin auch 22 und ich habe auch Angst. Rebecca, 22 Blackspine Road. Mrs. Peterson. War da nicht eben eine Gestalt auf dem Foto mit der verschlossenen Tür? Ja, natürlich. Natürlich, ich kapp mich hier gerade ein. Ja, ich auch, ey. Boah, ich muss aber echt überlegen, wo wir als nächstes hingehen. Wir haben immer noch einen Schlüssel, der irgendwo reinpasst. Ich gehe jetzt mal zur 22. Okay. Hier. Nö. 16, okay. Baba. Ja, 22. Ich weiß gar nicht mehr, jetzt wo die Black Pine Cut Road ist, ey. Dass diese Frau am Anfang auch einfach da stand, ne? Guck mal, jetzt sieht man auch, was das war. War wirklich nur ein Hotel. Und seitdem auch nicht mehr auftaucht. Also ist okay, die soll auch nicht auftauchen, ne? Alles cool, aber. Wie mies ist das denn bei dem Spiel, bitte? Du weißt jetzt gar nicht, wann was passiert. Und du siehst ja, es ist halt überhaupt gar nicht linear. Die Sachen passieren halt einfach. Die Sachen entdecken wir einfach. Kann ich reden. Hier ist der Markt. Irgendwo muss es doch eine Zeitung mit dem Info zum Feuer geben. Das stimmt, da hast du recht. Wir haben jetzt den Scott, Vivian Roberts, Henry Johnson, das ist ja der Doktor, genau, der auch betrunken ist, wieder der Junge. Und dann haben wir die Minen, da ist das Unglück passiert, und das Krankenhaus. Ansonsten haben wir nichts. Oh, Chocolate Yuki. Ja, freue ich mich doch. Freue ich mich, dass du es magst. Walnut und... Warte, Walnut ist dann so. Town Center wäre da vorne. Das ist falsch. Und M. Town Center Road. Ich gehe zur Black Pine Road 22. Da muss ich ja wohl hier so lang nochmal und dann links... echt ein sehr mieses Spiel, ey. Heilige Scheiße. Warte, ist das jetzt hier Clover Road? Ja. Ja. Jetzt habe ich gerade einen kleinen Hänger. Ah, hier Black Spine. 35. 30. 34. Was?
34? Die Straßen, diese ganzen Straßen, die ganze Nummerierung hier macht mich wahnsinnig. 39. Wir müssen hier nochmal zurück. Panis Runde 20, aber in echt 21. Dankeschön. Das ist total wahr. Ich befürworte diese Aussage. So, 16. Pine Road müsste ja dann hier weitergehen. 13. Wo ist die 22 jetzt? Ich schreie hier gleich alles zusammen. Die hört hier auf. Hier so. Das heißt, es kann nur hier sein. Und hier ist die 15. Ah, wahrscheinlich da. 1. Kommen wir ja gerade her. Boah, ich bin so verwirrt. Wahrscheinlich neben der 7. Ja. Würde mich hier gar nicht wundern. Da ist die 3. Ich guck nochmal eben. Ey. Oh, alter Falter. Ja, da die 27. Auf der anderen Seite. Das größte Mysterium im Spiel ist die Nummerierung der Häuser. Ja. Vielleicht wieder so ein Haus hinter den Häusern. Ja, ich vermute das auch. Ey. Fest steht, Pan ist alt. Gib eine Ohrlasche gleich. Eine ordentliche. 4. 6. Ihr habt recht, es ist wieder mal so ein Haus 26, 24, 22. Ja, okay, komm. Kein Schlüsselloch. Achso, ja, wie haben die denn hier abgeschossen? Kann mir das mal jemand sagen? Ist das hier vielleicht auf der Seite? Willst du mich verarschen? Dieses Haus hier. Da kann ich nicht rein. Ja, das ist Rebecca. Ich möchte jetzt wissen, wo Mrs. Peterson wohnt. Die haben wir ja, die haben wir nicht dabei bei den Medical Reports, ne? Trail closed. Do not enter. Geht nicht. Wo wohnt mich? Stand ihre Adresse nicht auf dem Etikett wegen dem Wein? Von Mrs. Peterson? Nee, die war da nicht bei. Also, nö. Warte, Nee, Mrs. Peterson war leider nicht dabei. Das wäre schön. Ich kann halt trotzdem mal versuchen. Hallo? Okay, das geht nicht mal bei allen Häusern. Okay, also rumprobieren. Rechts der Hebel. Ne, die kann man irgendwie nicht. Also bei den Hebeln habe ich es auch schon probiert. Boah, ey. Also heute ist ja ganz schön viel passiert in der Aufnahme, finde ich. In der Dingens im Stream. In der Dingens im Stream. Das ist ja schön hier. Ich meine, wir können jetzt hier alles ausprobieren, ja? Das hat aber nicht so viel Spaß, als wenn man halt guckt, ob hier... Ach, ich gehe trotzdem rein. Kann ich nicht, okay. Mrs. Peterson. Welche Nummer suchst du? Ich suche gerade die Hausnummer von Mrs. Peterson, weil wir bei der wohl eine Toolbox finden, die dem Oliver vom Fotoladen gehört hat. So. Ich wünschte, ich hätte von Anfang an halt immer die Fotos gemacht. Jetzt könnte ich es halt alles sehr gut brauchen. Das sieht sehr aufwendig aus. Nein, auch nicht. Puh.
immer noch ein bisschen jetzt gerade geschockt von dem, ja, von dem Haus, war das gerade so. Uff, war. Stimmt, Enter. Okay, das war ich. Enter Unlock. Das haben wir schon probiert, ne? Nope. Das funktioniert bestimmt total gut. Nope. Pam, probier alles aus! Ach so ist das. Achso, Pam probiert alles aus. Ach so ist das, ja. Also hier kommen wir auf jeden Fall mit einem Schlüssel rein. Irgendwann werden wir dafür einen Schlüssel kriegen, weil da halt auch das Schlüsselloch ist. Und bei den anderen können wir davon ausgehen, dass wir die Türen halt gar nicht aufkriegen. Hier kommen wir nicht mal... Wie kommt man denn hier rein? Hä? Das ist ja ein nettes Haus, da kommt man ja gar nicht durch. Oh, oder das Hexenhaus, das war es aber auch nicht. Nee. Boah, chill! Das ist so laut immer. Das ist ja das Haus von Dorothy, ne? Dorothy. War der alte Schlüssel von Matthew, also, war der alte Schlüssel von Matthew, also dem Pastor? Den, also, wir haben wirklich nur, guck mal, wir haben nur im Inventar die beiden Schlüssel. Das hier öffnet irgendein Haus hier in der Gegend. Und, das hier ist für, Trishas Raum. Das ist für eine Schublade. Entschuldigung. Diese Tore immer, boah, ja, die sind so laut. Und hier können wir auch nicht rein. Mal gucken, wo ist denn der Brief? Wäre nicht der? Alter. Das war jetzt gerade so furchtbar. Boah, gruselig. Den Zettel hatte ich natürlich nicht abfotografiert, ne? Wo er sagt hier, ach nee, das war gar nicht der Zettel, das war der Bürgermeister, der Oliver, der hat eine Sprachnachricht hinterlassen. Hast du mittlerweile die Uhr geöffnet? Nee, wir haben keinen Uhrenkey bekommen. Du schickst genau da fest, wo ich auch nicht weitergekommen bin. Wir schaffen das gemeinsam irgendwie. Wir schaffen das gemeinsam irgendwie. Hat jemand eine Idee? Hat jemand eine Idee? Weil wir streamen das halt in ein paar Tagen dann einfach wieder weiter. Wir werden schon irgendwie was finden. Aber so an sich, ne? Ich laufe hier jetzt, ja gut, eine Weile lang rum. Wir können hier nochmal in die Zwischengassen gehen. So da rein kann, aber nein. Achtung, wird laut. Oh, auch nicht. Achtung, wird laut. Auch nicht. Da geht's, glaube ich, wieder ganz... Ja, da sind wir wieder am Anfang. Die Adressen abgehen, die auf dem Zettel stehen. Ich will aber jetzt zu Mrs. Peterson, weil ich will dieses Auto aufmachen, weil da liegt was drin. Aber ja, vielleicht sollten wir das tun. Fotolab wissen wir, Roberts Estate wissen wir auch. Also Mrs. Morris, 19 Black Spine und Mrs. Hallhouse. Okay, also die 19 Black Spine. Oder Black, heißt es Black Pine oder Black Spine? Was sage ich denn immer? Black Pine, Mann. Die 19 Black Pine, das ist immer so schön, weil da ja immer alles so blöd ist hier mit den Häusern. Yeah. Black Pine, 19. Hier haben wir die 18. Das ist die 28. Oh, cool. 20. 26. 24, 22. Und jetzt das tolle Spiel. Finde die 19. Finde die 19. Da war die 20, hier ist die 18. Das ist die 28. Hier ist die 35. Die 32, aber vielleicht haben wir hier jetzt Glück. Und die 9. Vielleicht ist es auf der anderen Seite hier. Vielleicht ist es das die 7. Hier ist die 4. Die 6. Die 20.
Da ist die 10. Aber es sieht so gleich aus. Ja. Wer die Hausnummer vergeben hat, sollte entlassen werden. Ja.